Ist sie nicht schön, die Malve, wenn sie blüht? Hallo meine Lieben, ich sitze hier im Garten und heute möchte ich euch etwas über die Malve und ihrer Wirkung erzählen. Die Malve gehört zur Familie der Malvengewächse und ist in vielen Teilen der Welt heimisch. Es gibt verschiedene Arten von Malven, aber die bekanntesten und am häufigsten verwendeten sind die wilde Malve, wissenschaftlich Malva silvestris genannt, und die Wegmalve, Malva neglecta genannt. Die Pflanze wächst in der Regel in gemäßigten Klimazonen und ist leicht an ihren großen, gefächerten Blättern und den auffälligen rosa bis lila Blüten zu erkennen. Die heilenden Eigenschaften der Malve sind vielfältig und werden durch ihre Inhaltsstoffe wie Schleimstoffe, Flavonoide, Gerbstoffe und ätherische Öle bestimmt. Diese Inhaltsstoffe verleihen der Malve ihre entzündungshemmenden und beruhigenden und schleimlösenden Wirkungen. Die Hauptanwendung der Malve ist bei Husten und Erkältungen. Die schleimlösenden Eigenschaften der Malve helfen, Reizungen im Hals zu lindern und den Husten zu beruhigen. Aber auch bei Magen-Darm-Beschwerden können die Schleimstoffe der Malve den Magen-Darm-Trakt beruhigen und helfen dort, Entzündungen zu reduzieren. Die Schleimstoffe der Malve bilden einen schützenden Film auf Schleimhäuten, was besonders bei Reizungen im Mund- und Rachenraum sowie eben bei Magen-Darm-Beschwerden hilfreich ist. Ein Tee aus Malvenblüten und Malvenblättern wird oft bei Halsschmerzen, Husten und Magenbeschwerden verwendet. Die astringierenden Eigenschaften der Gerbstoffe in der Malve helfen auch bei der Behandlung von Durchfall. Der Malventee wirkt sich somit auch beruhigend auf den Magen aus. In der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, wird die Malve ebenfalls seit Jahrhunderten verwendet. Sie ist bekannt als Dong Kui Zi und wird zur Förderung der Gesundheit von Leber, Niere und Blase eingesetzt. Die Samen der Pflanze werden zur Linderung von Harnwegsinfektionen und zur Förderung der Milchproduktion bei stillenden Müttern verwendet. Und auch im Mittelalter wurde sie schon von Hildegard von Bingen eingesetzt. Sie empfahl Malvenblätter und Blüten zur Behandlung von Wunden und Geschwüren, indem sie die entzündungshemmenden und beruhigenden Wirkungen der Pflanze nutzte. Also wenn ihr das nächste Mal Husten oder Magenprobleme habt, dann könnt ihr zusätzlich unterstützend einen Malventee trinken. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und beste Gesundheit, euer Naturfreund Christian. Ciao, ciao!